Ja, ich saß noch beim Zeitung lesen und dann ging das Telefon mit unterdrückter Nummer und dann habe ich gesagt, ja bitte. Und dann sagte dann eine nette junge Männerstimme, hallo, wie geht es dir? Ich, wer ist denn da? Ja, erkennst du mich nicht? Dein Neffe. Und dann hat das in meinem Kopf Klick gemacht. Enkeltrick, habe ich mir gedacht. Und dann habe ich gesagt, René, bist du das? Ich habe ja so lange nichts mehr von dir gehört. Und dann sagte er, er wollte mal vorbeikommen. Es waren 9:30 morgens. Dann habe ich ganz schnell überlegt und dann habe ich gesagt, ich habe aber um 11 Uhr einen Arzttermin. Die Nachbarin kommt mich holen und heute Nachmittag bin ich zum Kaffeetrinken eingeladen. Ja, dann muss ich dir das leider am Telefon sagen. Er hat sich eine Wohnung ersteigert, 40% günstiger und die Bank spielt nicht so mit. Er muss heute das Geld haben, 40.000 Euro. Ich habe gestutzt, weil 40.000 Euro gibt man ja nicht gern weg. Und dann hat er mich gefragt, hast du die? Und habe ich gesagt, natürlich habe ich die, du weißt doch, ich habe mein Leben lang gespart. Kannst du mir die dann geben? Dann habe ich immer noch weiter gezögert. Und dann sagte er, morgen kriegst du es von der Bank wieder. Och, habe ich gesagt, Junge, nur für einen Tag. Ja, natürlich kriegst du das. Und dann hat ihn an der Angel. Ja, und dann habe ich überlegt, wie kriegst du ihn jetzt schnell aus der Leitung raus? Und dann habe ich gesagt, ja, was mache ich denn jetzt? Jetzt muss ich einen Arzt anrufen, jetzt muss ich die Nachbarin anrufen. Ach, und ich muss ja auch bei der Bank anrufen, ob die so viel Geld da haben. Ja, sag ich, dann gib mir mal deine Nummer, ich rufe dich gleich zurück. Die Nummer konnte er mir nicht geben, weil er angeblich beim Notar saß. Ja, sag ich, dann musst du mich gleich nochmal anrufen. Dann habe ich direkt die 110 angerufen und habe gesagt, ich brauche ihre Hilfe, ich brauche ihre Hilfe. Ich habe einen Enkeltrick. Der sagt direkt, mein Kollege ruft sie an, auf der Nummer, die ich hier sehe. Nein, nein, sag ich, habe ich dir meine Handynummer durchgegeben. Und dann rief mich eine Kollegin an, eine nette Kollegin an. Und hat dann gefragt, wie, was. Und dann habe ich mein Festnetz ausgehangen, weil ich muss ja den Arzt anrufen, die Nachbarin, die Bank. Das dauert ja, dann ist ja immer besetzt. Weil ich wollte jetzt, bevor die Polizei da ist, wollte ich nicht mehr mit dem sprechen. Ich war total aufgeregt. Und ich war froh, wo die Polizei hier war. Die ersten zwei kamen. Ich hätte die umarmen können. Ja, dann kamen die nächsten zwei und dann wusste ich, dass gegenüber zwei war. Und dann hatte ich so meine Sicherheit, sag ich mal. Ja, und dann habe ich das Telefon wieder freigemacht und dann rief er auch immer wieder an. Und dann habe ich ihm gesagt, den Arzttermin habe ich auf morgen verlegt. Und der Nachbarin hätte ich gesagt, ich hätte mich vertan. Ach so, ich habe dann immer so ein bisschen tüdelig gemacht, ne? So meine Stimme so verstellt. Ja, und dann hat er dann immer zwischendurch angerufen und dann habe ich gesagt, die Bank hat noch nicht angerufen, die hat immer noch nicht angerufen. So, und dann waren es 20 nach 11, hat er das letzte Mal angerufen. Und dann hatten wir uns hier überlegt, ich bestelle mir um 12 Uhr ein Taxi. Viertel nach 12 habe ich Termin bei der Bank, weil die machen um 12:30 zu. Und ja, und dann rief der kurz vor 12 an und sagte dann, sagst Junge, gut, dass du anrufst, ich warte schon die ganze Zeit. Die Bank hat das Geld. Ich hab mir für 12 Uhr ein Taxi bestellt und Viertel nach 12 habe ich einen Termin bei denen. Dann schellte der Polizist von drüben, habe ich gesagt, ach, da ist das Taxi, da ist das Taxi. Ruf sie mich gleich wieder an. Ich fahre jetzt zur Bank. Und da war ich ja angeblich aus dem Haus. Und da hat er im 5-Minuten-Takt hier angerufen. Und dann haben wir um 20 vor 1 haben wir dann gesagt, ich könnte jetzt mit dem Geld zurück sein, jetzt gehe ich da mal dran. Und dann habe ich gesagt, ach Junge, ich hab das Geld. Und dann wollte der von mir, dass ich die, wie was das für Scheine wären, 500-Euro-Scheine. Ich hatte die in Kopie da. Weil die fragen ja schon mal nach Banknotennummern. So, und dann wollte der von mir, dass ich die Scheine zähle, laut vorzähle. 1, 2, 3, 4 bis 10 und das Ganze 8-mal. Nach den Banknoten hat er nicht gefragt, dann hat er gesagt, er kommt gleich. Und hat auch irgendwann gesagt, er bringt Teilchen mit. Einmal hat er sogar gesagt, er hat mich lieb.
Und da haben wir nämlich nachher noch so drüber gelacht. Da habe ich gesagt, ich dich auch. Und da haben wir nachher so drüber gelacht, da sagte die Polizistin, wenn sie mir 40.000 Euro geben, habe ich sie auch lieb. Ja, auf jeden Fall wollte er dann vorbeikommen. Irgendwann geht das Telefon. Kripo Köln, könnte ich mal eben meinen Kollegen haben? Und ich, Köln, Bonn. Und habe dann gesagt, welche Kollege? Sitze hier ganz allein. Wer ist da? Ja, Kripo Köln. Brennt es nicht bei Ihnen? Sonst wollen Sie mich veräppeln. Wenn es brennt, hole ich die Feuerwehr und nicht die Kripo. Und ja, ist denn da nicht, ich weiß nicht, was er gesagt hat, Schmitz Köln? Nee, sag ich, weder Schmitz noch Köln. Und ja, dann habe ich mich verwählt. So, und dann habe ich aufgelegt und direkt hinterher rief mein Neffe an und frug mich, ich hatte gerade schon mal versucht, er war besetzt bei dir. Ja, sag ich, das war ja vielleicht komisch. Da hat einer gesagt, Kripo Köln, er wollte seine Kollegen haben. Sag ich, aber der wollte mich veräppeln, der hat auch gefragt, ob es hier brennt. Aber dem habe ich Bescheid gesagt. Ne? Und dann hat der Neffe wieder angerufen, er kommt gleich und weiß ich was, pipapo. Dann rief irgendwann der Zweigstellenleiter von der Kreissparkasse an. Sie haben heute Morgen 40.000 Euro bei uns abgeholt. Ja. Wofür brauchen Sie das Geld? Ach so, und der Neffe hatte beim allerersten Gespräch gesagt, die Bank fragt gerne, wofür wir das Geld brauchen. Und da habe ich auch auf dumm gemahnt, habe gesagt, Jung, was soll ich denn da sagen? Und hat er gesagt, sag einfach, du hast dein Leben lang gespart und da kannst du machen mit dem Geld, was du willst. Jung, das mache ich. Als jetzt der der Filialleiter anrief, hat er gesagt, Sie haben heute Morgen 40.000 Euro abgeholt. Ich wollte mal fragen, wofür Sie das brauchen. Sag ich, passen Sie mal auf. Das hat Ihre Kollegin heute Morgen auch schon gefragt. Ich habe mein Leben lang gespart und dann kann ich mit meinem Geld doch machen, was ich will. Ja, aber das ist jetzt ganz komisch. Unser Computer spinnt. Hier ist eine Anweisung von 40.000 Euro auf Ihr Konto. Können Sie aber erst morgen ab 12 Uhr drüber verfügen. Habe ich gesagt, ja, das ist auch richtig so. Da wollten die mich in Sicherheit wiegen, dass ich das Geld am nächsten Tag wieder kriege. Gehe ich von aus. Ne? Also ich habe gesagt, die sind schon sehr raffiniert. Ja, und dann rief er irgendwann mal an, er ist mit der Frau Schmidtke, das ist die Mitarbeiterin vom Notar, hier bei mir verabredet, die quittiert ihm dann direkt das Geld. Sag ich, Junge, die kommt aber nicht in meine Wohnung. Du weißt, ich habe nicht gern fremde Leute in der Wohnung. Nee, die kann ja draußen stehen bleiben. So, und irgendwann kommt ein Anruf, er ist verhindert. Weiß ich, hat einen Unfall, irgendwas, da hat das Auto kaputt. Er konnte also dann nicht mehr kommen. Aber die Frau Schmidtke ist schon bei mir in der Straße. Die steht an Haus Nummer 1. Der soll ich das Geld bringen. Nee, Junge, habe ich gesagt, tu mir das doch nicht an. Du weißt doch, wie schlecht ich auf den Beinen bin. Sag, die soll hier hinkommen. Ja, dann komm vor die Tür. Ja, das mache ich, Jung. Und somit hatte ich sie ja. Einmal Polizei da, einmal an der Haustür. Ich habe mich hier in der Mitte vom Haus gestellt. Und dann kam die Frau Schmidtke an. Ja, kam da drüben sehr zögerlich an. Ich habe sie angestrahlt, weil sie hilft ja meinem Neffen. Ne? Und dann kam sie dann etwas schneller weiter. Und ich hatte dann so einen Briefumschlag, ich hatte eine Jacke an, aber den Briefumschlag, der lugte dann hier so raus, damit sie sieht auch, dass ich den Umschlag. Und dann kam sie zu mir, sagt sie, Schmidtke, mein Name. Sag, Sie sind die dem René hilft, ne? Ja, schön, dass Sie da sind. Und ich denke, wo ist die Polizei? Dann habe ich so gemeint, als ob ich ihr die Hand geben wollte und sie wollte mir dann auch. Fing an, mir die Hand entgegenzustrecken und damit kam der Zugriff und ich bin hier rumgelaufen und war froh, dass ich wieder drinnen war. War eine ganz aufregende Sache, aber im Endeffekt bin ich froh, dass das so geklappt hat. Ne? Drei Täter sind gefasst worden, einer sitzt und die zwei, die waren nicht vorbestraft, die sind leider wieder auf freiem Fuß. Und ich hoffe, dass die zwei dann auch nochmal irgendwann aufkippen, sag ich mal. Ja, und ich kann nur sagen,
allen alten Leuten raten, gebt kein Bargeld raus. Heute geht alles bargeldlos. Jeder Bank, jeder Hauskauf, jeder Autokauf, alles geht bargeldlos. Da braucht kein Neffe oder Enkel oder irgendwas Bargeld in die Hand zu kriegen. Und den jungen Leuten möchte ich sagen, sagt euren Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten, warnt die immer wieder, ob es falsche Polizisten sind, ob es der Enkeltrick ist, ob es die Leute sind, die an der Bank ausspionieren, wie viel Geld man abholt und dann anrufen und sagen, sie haben 1000 Euro abgeholt, die Bank hat ihnen Falschgeld gegeben, da kommt einer das abholen. Es gibt so viel Ravinierte, da gibt kein Geld raus. Und immer wieder die 110. Scheut euch nicht, die 110 anzurufen. Lieber dreimal zu viel wie einmal zu wenig. Und die Polizisten sind alle sehr nett. Also das kann ich nur aus Erfahrung sagen.